gerade in Frankfurt angekommen am Flughafen. Die anderen sind, glaube ich, alle schon da. Die muss ich jetzt nur noch finden. Unser Flieger geht, glaube ich, um 8 Uhr abends und wir kommen dann ungefähr um 5 Uhr morgens an. Das ist eine Fluglänge von circa 10 Stunden. Ich bin gerade auf dem Weg zum Terminal 2 und mal gucken, wer alles dabei ist. Ihr habt ja sicherlich schon vieles mitgekriegt auf Instagram, Twitter, Facebook, was wir so alles gemacht haben. Und jetzt könnt ihr dann aber auch endlich im Video sehen, was alles passiert ist. Ich habe sie gefunden, bei McDonald's natürlich. What's up? Auf geht's. Der Typ schon? Der ist sowieso schon lange weg. Wie geht das denn? Für 10 Euro sitze ich hier die ganze Zeit. Lass mal das gut gehen. Der TC zockt gerade. Ich kann noch schlafen. Ich bin uns raus. Flieg uns hin. Flieg uns hin. Go, go, go. Das ist nämlich Touch to go. Toll, jetzt geht's wieder nicht. Wer bist du? Mein Name ist Is. Man nennt mich auch Isaac. Er hat das alles ermöglicht hier. Er ist unser Tourguide, der alles geplant hat, der uns hoffentlich wieder zurück nach Deutschland bringt. Der Plan ist eigentlich, dass ihr reiche Eltern und Onkel und Tante habt, damit ich euch dann kidnappe. Unboxing. Potato Wedges. Wow. Hier gibt's Fleisch, weil wir ja in Namibia nie Fleisch essen. 3 Uhr morgens. Das ist überhaupt nicht wahr, das ist jetzt 4:30. Ob wir jemals wieder zurückkehren, man weiß es nicht. Aber guck mal, der Horizont ist nicht. Ja, wir sind jetzt angekommen in Namibia. Es ist jetzt 6 Uhr morgens. Zwar kaum gepennt während des Flugs, aber wir haben jetzt mega Bock. Wir warten jetzt noch auf den Bus, der uns reinbringt in die Hauptstadt Namibias. Noch ist es wirklich sehr, sehr kalt. Also nachts sind es hier, glaube ich, jetzt so 3 Grad. Aber wir sind alle fit und haben mega Bock. 6 YouTuber hinten in einem Shaggin Wagon Truck drin. Passt das? Passt das? So langsam wird es wärmer. Wir sind jetzt zu Hause bei Is angekommen. Und das ist das Baby, mit dem wir unter anderem rumfahren werden und aber auch noch hier den zweiten Bus. Es ist 7 Uhr morgens, wir werden hier kurz chillen und dann geht's aber auch schon weiter. Ah, fuck, das YouTuber kommt nicht zu Wort. Ich habe euch ein kleines Welcome-Geschenk für Namibia vorbereitet. Mr. Schulte. Prepaid-Karte fürs Handy. WhatsApp. Jetzt geht's aber richtig los. Ich ist hier Safari-Kleidung. Ich glaube, ich kaputt. Hallo, also, das ist mein Vlog. Was geht das nicht? Was? Wir fahren jetzt in unsere Bude. Unsere Bude für die nächsten 20 Stunden. Michael, nice to meet you. Ja, herzlich willkommen beim Dschungelcamp 2015. Endlich haben wir es geschafft. Ich freue mich. Bitte ruft für mich an. Ruf für uns an. Mit der EES-Nummer. Die Moments, okay. So, wo sind wir jetzt, Tizi? Erzähl mal. In so einem Store und wir gehen jetzt Breakfast. Glaub mir das Beste, bist du. Wir sind jetzt gerade bei VW und was machen wir? Wir müssen hier uns eintragen als Fahrer für den zweiten Bus. Ja, aber es gibt ja irgendwie 2000, 3000 Kilometer durch Namibia und dann müssen mehrere Leute fahren, oder? Ja, die anderen drücken sich. Schau mal, Maximus tut so, als würde er telefonieren. Der Trashback hat keinen Führerschein. Und Joker hat auch keinen. Joker hat einen Führerschein, aber da will ich nicht. MC Trashback ist gerade eingepennt. Das ist voll gechillt so. Was geht ab? Wir holen jetzt unser Camping-Equipment. So, jetzt sind und wir hier. Guten Tag. Wir sind Grillen heißt Brei. Auf den Namen. Geh mal zu Is, sag mal, Is, machen wir schön Brei. Is, machen wir auch Brei eigentlich? Ja. Geil. Du hast echt? Gut, dass du weißt, dass Brei ist. Ja, hab ich zu Hause alles gegoogelt. Wenn du es draußen machst, dann ist es Breiheit. Und dieses Breiheitsgefühl ist total krass. Sag ihn! Machen wir auch Breiheit? Alter. Bist du tot? I will remember. Tot. I'm so excited. Just doing my thing. Wir sind jetzt bei Hitradio Namibia und machen ein kleines Interview. Würde ich mal anfangen?
Ja gut, Is, du bist ja hier relativ bekannt. Mahlzeit. Mahlzeit. Die ist riesig. Ja, wir waren gerade baden und ich gehe jetzt noch kurz zu joggen. Sonnenuntergang hier. Joe's Beer House right now. Joe's Beer House. Yes. Rauf das Bier, neid Ticket. Freitagabend Namibia in einer Bar. Jetzt nochmal. 8.50 Uhr und wir gehen jetzt frühstücken. Ah, es gibt hier ein paar Tricks. Also, das hier bestellst du. Morning. Is it possible to get scrambled egg? Thank you. So, der eigentliche Bus ist ja in der Reparatur, deshalb haben wir jetzt hier gerade einen Ersatzbus. Cool. Ist aber auch nur übergangsweise, weil wir wahrscheinlich den anderen Bus nach der Reparatur direkt zurückkriegen heute Nachmittag. Und morgen starten wir dann auch die richtige Reise, den richtigen Roadtrip. Und die Stimmung ist großartig. Großartig! Wir fahren jetzt gerade in dem Chevy-Wagen vom Easy Ease durch Windhoek und er zeigt uns einfach alles, was hier geht. Das ist ein bisschen Trick drauf, Freunde. So, wir holen jetzt gerade den Bus ab. In der Jordan Street. Wir sind jetzt hier irgendwo Richtung Wüste unterwegs. Ich finde es so unfassbar spannend hier alles und wir sind noch nicht mal richtig losgefahren. Morgen geht dann der richtige Roadtrip los, wird sehr, sehr spannend und da freue ich mich extrem drauf. Ja, wer möchte was trinken? Joker, ganz kurz ins Licht. Willkommen jetzt. Ja, natürlich. Ganz kurz, ja. Komm doch ganz kurz ins Licht. Du, ich habe eine ganz wichtige Frage an dich. Wie fühlt sich das so an, sein Handy zu Hause zu vergessen? Ist cool. Bist auch nicht traurig? Ich bin tatsächlich nicht traurig darüber, dass ihr alle eure Handys dabei habt und ich nicht. Nee. Obwohl wir hier WLAN haben und wir nicht die ganze Zeit WLAN haben werden. Wie ist es so, ein Handy zu haben? Trashy, ja, eigentlich mal? Sehr schön tatsächlich. Ich bin immer überall erreichbar. Man ist nicht allein halt. Ich bin nicht allein vor allem und ich habe Freunde. Ich kann mit der ganzen Welt in Kontakt treten. Wenn ich es nicht hätte, ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte wirklich. Mir würde sehr schlecht Joker, gehen. Guck mal, das hört sich doch gar nicht so schlimm an. Der nächste Morgen. Morning. Hi. Heute ist Sonntag und wir fahren jetzt gleich los. Es ist 8.30 Uhr, so relativ früh und die Zeit wurde auch gerade umgestellt um eine Stunde vor. Das heißt, wir haben nicht so viel geschlafen, aber es geht jetzt los. Wo fahren wir hin? Afrika. Das war's. Wir fahren jetzt zu Mount Etcho. Um 22 Uhr machen wir Löwenfütterung. Vorher machen wir halt andere Sachen. Giraffen reiten und sowas. Oh, you wanna get into the video, right? That's it. Sie wollte eigentlich die heutige Anmut machen. Jetzt habe ich sie noch gemacht. So, das war's gewesen von meinem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst einen Daumen hoch und ein Favo und ein Abo und ein Like und ein Follow und. Ach du Sch. Keine Angst, Boy. Scheiße, ich muss noch mal pissen, glaube ich.